Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich relativ spontan dazu entschieden, doch zu vloggen. Ich hatte doch so ein bisschen Lust drauf und mir fiel ein, so ein bisschen was kann ich euch sogar tatsächlich zeigen. Was ich euch als erstes zeigen kann, wer mir nicht auf Instagram oder WhatsApp folgt, der hat meine neue Frise noch nicht gesehen. Das ist sie jetzt. Und was ich euch als nächstes zeigen werde, ich habe wieder eine neue Ölbestellung vor ein paar Tagen bekommen und die können wir uns eigentlich direkt mal ein bisschen angucken. Und zwar sind das hier meine vier neuen Öle. Zum einen habe ich Chia genommen. Chia hatte ich auch schon als Roll-On. Das ist dann schon fertig gemischt mit einem Trägeröl. Das mache ich mir jetzt mittlerweile allerdings selber. Und Chia, das benutze ich tatsächlich täglich. Immer morgens trage ich mir das auf die Fußsohlen auf. Das ist einfach so für Optimismus, für Fröhlichkeit. Und das riecht auch ganz, ganz toll. Und wenn man so ein bisschen niedergeschlagen ist, dann kann man das auch auf Hals und Handgelenke auftragen, dann ist das auch richtig schön. Es ist so vitalisierend und es riecht einfach gut. Ich mag das sehr. Dann habe ich mir nachbestellt. Geht das auch so oder muss ich das festhalten? Ja, ich muss es tatsächlich doch festhalten. Und zwar habe ich mir Orange nachbestellt. Und wo haben wir es denn jetzt hier? Ha, Mensch. So, hier, da, also Orange habe ich mir nachbestellt und das hatte ich gestern schon in Kombination mit dem Pfefferminz, was ich mir auch bestellt habe, im Diffuser und die Kombination finde ich ja mal so richtig, richtig toll. Also Orange ist so auch so ein All-Time-Favorite, das ist einfach so ein, auch so was Erhebendes für Körper und Geist. Erfrischt die Haut auch, wenn man das zum Beispiel ins Duschgel mit reintut. Und das ist reich an Monoterpenen, wenn das so heißt. Und das hat antioxidative Eigenschaften. Also unterstützt allgemein halt wirklich sehr gut die Gesundheit, weil in der Orangenschale, aus der das ja gewonnen wird, die ist halt voll von Antioxidantien. Ich habe hier auch so eine Mischung mit Öl bei mir zu Hause stehen, was ich gerne auch den Kindern in die Füße massiere. Und gegen Ängste kann man das auch wunderbar inhalieren. So, und dann habe ich mir zwei bestellt, die ich tatsächlich noch gar nicht kannte. Und zwar sind das Peppermint und Clary Sage. Und Clary Sage wurde mir empfohlen. Hier, das ist dieses hier. Ist sehr bekannt für seine beruhigenden Fähigkeiten. Und es ist das Öl der Klarheit und der Vision. Super schön. Kann man also ganz klasse während der Meditation benutzen, ist für die innere Arbeit, also Meditation, weil es einfach auch geistig beruhigend ist und man so, ne, wenn man so einen neuen Weg anstreben möchte, das hilft auch unbewusste und unterbewusste Ängste zu lösen, also richtig toll. Empfehle ich auch immer beim Thema, alle müssen mich mögen, alle müssen mich lieben, wenn man so Wut loslassen möchte, den Dingen ihren Lauf lassen möchte. Aber Clary Sage ist auch krampflösend, beruhigend, wärmend und besänftigend. Und deswegen auch mega, mega toll während der Menstruation oder wenn man PMS hat. Da macht man sich einfach eine warme Kompresse. Das heißt, man trägt Clary Sage mit einem Trägeröl auf dem Bauch auf und darüber dann eine Kompresse. Also entweder ein warmes Tuch oder eine Wärmflasche oder so. Ist auch ganz toll gegen dieses Gedankenkarussell, was bestimmt auch einige von euch kennen. Damit habe ich zum Glück nicht mehr so sehr zu kämpfen in der Vergangenheit, aber wirklich sehr stark. Und auch, und deswegen benutze ich es jetzt auch gerade sehr stark, zum Wiederaufbau nach einer Krankheit. Und wenn man extrem Stress hat, dann trägt man Clary Sage zum Beispiel einfach auf die Pulspunkte auf. So, ach Mensch, jetzt habe ich aber ganz schön viel hier zu einem Öl erzählt. So, und dann haben wir noch Pfefferminz. Auch super schön. Das wirkt belebend auch für die Sinne und kräftigt, lindert aber auch Magenbeschwerden und unterstützt die Mundgesundheit. Bei Spannungsgefühlen kann man sich das auch ganz toll in Nacken und Schultern einmassieren. Dafür benutze ich das sehr, sehr gerne. Und gestern Morgen habe ich das, wie gesagt, mit wilder Orange gemischt und diffust. Das soll so für Fokus sorgen und am Morgen so ein bisschen die Geister wachrütteln. Kann man übrigens auch mit Grapefruit und Sandalwood, genau, mischen, für mehr Balance.
Und was ich hiermit gerne mache, weil das so bei Müdigkeit hilft und auch für mehr Energie, mit einem Trägeröl einfach auch auf die Pulspunkte auftragen. Also ich habe das dann immer fertig in so einem Roll-On. Kann ich euch dann später nochmal zeigen, die sind ganz süß, die ich da habe. Habe ich das immer schon fertig gemischt mit einem Trägeröl und dann kann ich mir das einfach auftragen, wenn ich das brauche. Genau, das waren die vier neuen, die diese Woche ankamen. Und einige von euch haben sich schon die doTERRA-Seite mal angeguckt. Und ja, die Öle sind ein bisschen was teurer als jetzt diese Billig-Ramschdinger, die man zum Beispiel bei Rossmann oder auch mal bei Aldi oder bekommt. Diese Billigdinger, die sind halt extrem gestreckt mit irgendwelchem Alkohol und Mist. Die kann man benutzen, wenn es einem einfach nur darum geht, dass es in der Wohnung gut riecht. Wenn man aber irgendeine Art von Nutzen daraus haben möchte, also sei es für die Seele, wie man sich fühlt, also emotional, oder aber auch dann für den Körper, auf was ich gerade so eingegangen bin, dann möchte ich doch bitte, dass das Produkt, was ich entweder sogar innerlich einnehme oder was ich einatme oder was ich mir auf den Körper auftrage, dass das eine hohe Qualität hat. Und da möchte ich mir sicher sein, weil das nun mal auch meine Kinder einatmen beziehungsweise ja sogar auch auf die Haut aufgetragen bekommen. Und auch so, also zum Beispiel Grapefruit, da trinke ich ja jeden Morgen ein Glas Wasser mit einem Schuss, also einem Tropfen Grapefruit rein. Und das trinke ich und dann möchte ich, dass das gute Qualität hat, dass ich mich darauf verlassen kann. Und deswegen benutze ich ausschließlich die Öle von doTERRA, weil ich weiß, dass es eine gute Qualität hat. Und dann bezahle ich liebend gern diesen Preis. Und ich habe mal das Rechenbeispiel mit Lavendel gemacht. Ich habe den Preis von Lavendel genommen. Ich weiß, wie viele Tropfen in einer 15 Milliliter Flasche drin sind und habe das mal auf einen Tropfen runtergerechnet, weil man benutzt so zwischen 1 bis 4 Tropfen pro Tag von einem Öl. Also wie gesagt, von Grapefruit benutze ich maximal den einen Tropfen. Wenn ich jetzt aber irgendwas diffuse, also wenn ich jetzt zum Beispiel Clary Sage während einer Meditation diffuse, benutze ich gerne auch 4 Tropfen in meinem Diffuser. Und bei Lavendel habe ich es runtergerechnet, ein Tropfen Lavendelöl kostet 0,64 Cent. Also nicht mal einen Cent, nur 0,64 Cent. Und wenn man das dann runterrechnet und dann auf die Dauer, die man es dann benutzen kann, ist es völlig okay. Also man darf halt wirklich auch nicht verschwenderisch damit umgehen und irgendwie hier so 20 Tropfen in seinen Diffuser klatschen oder so. Und auch die Roll-Ons, die ich mir da immer selber dann zusammenstelle, die halten wirklich auch eine Zeit. Also darf man halt nicht ewig dick das Zeug auftragen, ist natürlich klar. Aber das macht man dann auch nicht, wenn man weiß, was man dafür ausgegeben hat. Aber dann weiß man halt einfach auch, oder bei doTERRA weiß ich, dass die Qualität stimmt, dass es eine Qualität ist, wo ich sage, ja okay, die lasse ich an meinen Körper ran, die lasse ich vor allen Dingen an meine Kinder ran. Und dann bin ich absolut bereit, das Geld halt zu zahlen. Was ich heute Abend noch machen werde, ist, also ich muss mir meine Roll-Ons neu befüllen, das mache ich heute Abend noch. Da kann ich euch dann mal zeigen, welches Trägeröl ich benutze und welche Roll-Ons, die sehen nämlich ganz süß aus. Dafür hoffe ich, dass ich dann nachher in der Stadt noch irgendwelche Beschriftungsaufkleber finde. Die großen, die man so bekommt, wenn man jetzt irgendwas einweckt oder so, das passt halt nicht. Die sind immer viel zu groß. Ich hoffe, da finde ich dann was Schönes. Und ich fülle ein paar Pröbchen ab. Also ich mache ein paar Roll-Ons für Freundinnen von mir fertig. Manchmal, also ich informiere mich ja dann immer über die Öle und dann denke ich so, boah, das wäre das perfekte Öl für den oder denjenigen. Und dann mache ich gerne ein Roll-On fertig und verschicke die dann oder gebe die Ideen dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ich verschicke aber auch sehr, sehr gerne Pröbchen davon. Also manchmal schreiben mich halt Leute an und sagen so, du, welches Öl würdest du empfehlen, so zur Beruhigung, zur Entspannung? Dann sage ich, na, ich finde die, die und die geil. Ja, und welches sollte ich jetzt nehmen? Und dann sage ich, komm, ich schicke dir von allen drei eine kleine Probe zu. Dann kannst du mal riechen, dann kannst du mal testen und dann entscheidest du dich einfach. Oder auch mit den Mamas, mit denen ich im Coaching arbeite, wenn die daran Interesse haben, dann sage ich auch, hey, okay, das sind gerade deine Themen, die Öle würde ich dafür empfehlen, komm, ich schicke dir mal Pröbchen zu. Warum auch nicht, mache ich super gerne. Und das mache ich heute Abend nämlich, dass ich da wieder mal ein paar Roll-Ons auffülle und Pröbchen abfülle. Und jetzt muss ich noch schnell 2 Videos drehen und dann wollen wir Kaffee trinken gehen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich bekomme dann in der Stadt irgendwas Schönes, was ich auf meine Roll-Ons machen kann.
Weil im Moment weiß ich nur, okay, der Roll-On, der da steht, das ist Lavendel. Der da steht, ist Passion und der da steht, ist Pfefferminz. Das ist aber blöd. Irgendwann kommen die durcheinander. Ich meine, ich rieche das schon auch noch, wenn man die auftritt, erriecht man das auch noch. Aber ich würde mir die gerne beschriften. Ich mal gucken, ob ich da gleich was Schönes bekomme. Und wenn ich dran denke, zeige ich euch gleich noch mein Outfit of the Day. So, ich mache jetzt los. Ich wollte euch kurz mein völlig unspektakuläres. Also das ist so ein langes Oberteil mit einer Kapuze. Also so ein langes Kleid eigentlich. Und Turnschuhe. Das ist ja jetzt Sommer. Nein, Frühling. Genau. Ich mache jetzt los. Bis später. So, ich bin wieder zu Hause und ich mache mir jetzt was zu essen. Ich mache mir so eine Tortellini-Pfanne mit Spinat und Tomaten. Genau, und dann habe ich mir was auf Netflix rausgesucht. Das zeige ich euch dann mal. So, ich bin fertig. Und ich glaube, das wird jetzt gleich richtig, richtig, richtig lecker schmecken. War super simpel zu machen. Ging ganz, 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 ganz schnell. Oh, ich freue mich jetzt so mega drauf. Kennt ihr das, wenn ihr euch so freut, so mit diesem Essen, was ihr euch gerade gekocht habt, von dem ihr wisst, dass das richtig geil gleich schmecken wird, jetzt auf die Couch zu setzen, zu einer guten Serie, das ist der Himmel. Guckt mal, wie arg lecker das aussieht. Also ja, mein Rand ist jetzt nicht so schön, aber wie arg lecker mit dem Parmesan. So, und zwar geht es um diese Serie. Habe ich glaube, heute Morgen bei Instagram gesehen. Go, sei du selbst. So ein Teenie-Kram liebe ich ja. Mia erhält ein Stipendium für eine Elite-Akademie der darstellenden Künste. Sie findet schnell Freunde, gerät aber mit der beliebten Tochter des Besitzers aneinander. 15 Folgen ist auch ganz übersichtlich, finde ich gut. Fange ich jetzt an zu gucken. Guten Tag am Sonntag. Was macht man an einem kinderfreien Sonntag? Man steht um 7:30 auf, arbeitet 2 Stunden und sortiert dann Kinderklamotten. So, und nebenbei habe ich die Serie von gestern Abend weitergeguckt. Und die ist so süß, die ist so süß. So, ich mache mir jetzt ein schnelles Mittagessen. Ich mache mir Nudeln mit einer Zucchini-Soße. Die ist wirklich sehr, 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 sehr lecker. Und nachher um 2:30 habe ich nämlich noch ein Coaching. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf, weil wir ein ganz tolles Thema zusammen haben. Und ich glaube, dann werde ich ein bisschen rausgehen. Ein bisschen spazieren gehen. So, ich fahre mir jetzt den Hund holen und sag meine Mama ein. Und dann gehen wir jetzt in schönstem Sonnenschein eine Runde spazieren. Das zeigt mein Auto an 10 Grad. Sehr, 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 sehr schön. Das muss man genießen. Und dann werde ich, glaube ich, mal mein Auto aufsaugen. Weil, wer kennt es, da ist ein halber Sandkasten schon wieder drin. Sobald die Kinder dann wieder draußen sind und Sandkasten spielen können, habe ich auch jeden Tag immer so eine Ladung Sand in meinem Auto und natürlich auch im Flur liegen, wenn die sich ausziehen. Und deswegen wird es wohl Zeit, dass ich mein Auto gleich mit aussauge. Gestern hatte ich keine Lust, gestern Morgen, da war es mir zu kalt. Und dann könnte ich das eigentlich jetzt mitmachen. So werden wir das tun. Übrigens habe ich vorhin, wo ich Klamotten aussortiert habe, 2 Klamottenpakete zusammengestellt. Sind beide für Mädchen, für Frühling, Sommer. Also es ist alles dabei, von langen Hosen, kurzen Hosen, T-Shirts, Jacken, Röcken, kurzen Hosen, habe ich schon gesagt. Also auch Kleider, ist alles Mögliche dabei. Das eine Klamottenpaket ist Größe 74,80 und das andere Klamottenpaket ist Größe 86,92. Falls ihr an sowas Interesse haben solltet, dann schreibt mir sehr gerne mal. In dem einen Paket sind 25 Teile und im anderen Paket sind 26 Teile drin. Ich finde es immer für mich einfacher, sowas dann im Gesamten zu verkaufen. Und ich kaufe sowas tatsächlich auch. Ich liebe das. Ich habe bei Instagram eine Mama, da passt das immer so gut.
dass die Größe, die ich für Svea dann aktuell brauche für die neue Saison, dass das gerade von ihrer Tochter halt quasi abgelegt wird. Und wir haben auch einen ähnlichen Klamottenstil. Und dann schreibe ich sie einfach immer nur zum Saisonwechsel oder zum Kleidergrößenwechsel an. Und dann nehme ich auch immer so ein ganzes Klamottenpaket von ihr, weil das einfach so viel schneller und so viel unkomplizierter geht. Und ich weiß, dass die Mama, weil es mir auch so geht, dann super froh ist, wenn sie mal auf einen Schwung gleich ein ganz paar Klamotten losgeworden ist. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann sagt gerne Bescheid. Ich habe auch eine riesengroße Tüte Schuhe aussortiert. Da muss ich jetzt mal machen, mal gucken, was ich mit denen mache. Da vorne gab es einen Unfall. Aber der steht nicht mitten auf den Schienen, oder? Nein, er ist kurz vor den Schienen liegen geblieben. Hat der ein Schwein? Aber das mit dem, wie heißt das? Diesem Dreieck mit dem Unfalldreieck, das hat er nicht so ganz verstanden. Das soll man vor die Unfallstelle stellen und nicht aufs Auto. Aber naja, gut. Es wird hoffentlich gleich jemand kommen und ihm da weghelfen. So, ich bin auch schon da und würde sagen, wir sehen uns dann später nochmal. Tschüss! So, ich fahre jetzt wieder zurück. Ich habe mein Auto erfolgreich ausgesaugt. Es war echt, echt viel Sand und Dreck. Sieht gleich viel, viel schöner aus. Und das passt gerade so schön zu dem Video, was ich gemacht habe, Haushalt mit Kindern. Oh, ich muss euch mal anders drehen. Haushalt mit Kindern. Weil jetzt ist natürlich noch, ne, das Armaturenbrett abgewischt werden muss und die Türen und so. Und sowas kann ich dann wieder super easy mit den Kindern zusammen machen, auch in die Autowaschanlage fahren und so. Dieses Aussaugen habe ich jetzt aber zum Beispiel lieber alleine gemacht, weil das hätten die dann auch machen wollen, verständlicherweise. Wäre dann eher suboptimal gewesen. Und so können wir dann jetzt einfach in der Woche uns mal Eimer und Lappen nehmen und halt das andere auswischen und zusammen in die Autowaschanlage fahren. Und dann ist das Auto frühlingsfresh, könnte man so sagen. So, wie spät haben wir es jetzt? 16:30? Ich habe mir jetzt noch was Kleines zu basteln überlegt zu Hause. Ich möchte jetzt kleine Glücksschweinchen noch basteln. Das passt ganz gut jetzt mit der Zeit. Weil ich habe heute Abend wieder noch eine Session in meiner aktuellen Gruppencoaching-Runde. Ist jetzt die letzte Session, dann startet ja schon bald wieder neue Gruppencoaching mit einer neuen Zusammensetzung. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Auf neue Gesichter, auf ein neues Thema. Und genau, der hatte gerade, der Typ hier, kurze Hosen und ein T-Shirt an. Also ich meine, ja, es sind 10 Grad, aber es sind auch nur 10 Grad. So, ich bin jetzt gleich schon wieder da. Ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich muss mein Auto einparken. Falls übrigens jemand interessiert, was ich aktuell so im Auto höre, also entweder von Finn Klima Nie, das hören wir am liebsten morgens, das allererste Lied. Guten Morgen, ich stehe jetzt auf, ich stehe über den Dingen, meine Sorgen. Genau, das ist ja geil, das können die Kinder auch mitsingen. Ich höre tatsächlich fast ausschließlich deutsche Musik. Und da ich ja viel dasselbe höre, können die Kinder schon vieles mitsingen. Und aktuell mag ich das Album auch sehr, sehr gerne von Lea, Zwischen meinen Zeilen. Auch sehr, sehr cool. Und ansonsten liegen hier noch die zwei Alben von Mark Forster. Das neue habe ich noch nicht, genau. Ja, das ist so, was ich so höre beim Autofahren. Ich habe gerade auch Sveas Faschingskostüm mitgenommen. Das ist ihr Hut. Svea geht nämlich als kleine Erdbeere und das ist das Kleid dazu. So schön. Und das hier ist der Kragen, den man dann so ummachen kann. Und den kann man halt abmachen, weil ich gerne möchte, dass sie das Kleid dann nachher noch anziehen kann. Und das kann sie halt dann so. Und dann kann man immer noch überlegen, dann mal Kurzärmel zu machen oder. Das finde ich eine sehr klasse Sache. Und Vince geht übrigens dieses Jahr als Rennfahrer. Ich habe wie eine Bekloppte diese Serie in den letzten Tagen gesuchtet.
Also go. Wirklich, es waren 15 Folgen. Die habe ich jetzt gerade zu Ende geguckt. Weil ich unbedingt wissen wollte, ob das große Geheimnis nun gelüftet wird und mit welchem Typen sie am Ende zusammenkommt. Und wie endet diese verfickte eine Staffel auf Netflix? Damit, dass nichts geklärt ist. Gar nichts. Und das ist für mich der allergrößte Horror, den es überhaupt geben kann. Ich glaube, viele Leute wissen, wie tragisch das ist, wenn Staffeln enden und es die nächste Staffel noch nicht gibt. Noch tragischer ist es ja, wenn eine Serie komplett endet. Aber das gerade, das ist pure Folter. Wirklich.